Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Tja, ich habe wieder, wie öfters, eine kurze Pause gemacht und dann geht's weiter. Mal sehen. Wir könnten hier einen Wrack untersuchen und machen wir das halt gerade, ne? Ich will ja eigentlich, wie damals in Mass Effect 1, ja alle Sidequests abschließen. Also bleibt ja nicht viel mehr übrig. So, Wrack hier. So, da hinten. Klar, das ist jetzt halt ein bisschen, sag ich mal, langatmig, dass wir das jetzt alles noch nach und nach machen, aber jo. Ist besser, als es auszulassen, denke ich mir. Vor allem halt für Mass Effect 3, was ja später auch noch kommt. Weil da weiß ich gar nicht so genau, was reinzählt und was halt nicht. So, wie nehmen wir ihn mit? Oh, ich verfahre wie immer. Sieht direkt sehr einladend aus. Ich bin froh. Ein Sandsturm nähert sich von Nordwesten. Weiteres Vorrücken mit erhöhter Vorsicht. Nett. Ich glaube, ich erinnere mich an die Mission hier sogar. Und das gefällt mir nur sehr bedingt. Hier liegt ein Mac. Ein paar Credits. Dann wechsle ich schon mal meine Waffenkonfiguration. So. Bisher sieht es ja ziemlich tot aus. Ah, wir haben einen Befehl. Achtung an alle! Wir befinden uns auf Kollisionskurs und verlieren laufend Systeme. Begeben Sie sich umgehend zu den Rettungskapseln. Das ist keine Übung. Und dann sind sie zerschellt. Ah, okay. Hatte ich also voll. Also, die hatten 14 Kisten mit reflektierender Mac-Panzerung an Bord. 180 Loki-Macs. Und einen Ymir-Mac. Okay. Das sagt uns wohl schon mal, auf was wir uns so vorbereiten können. Und ist auch der Grund dafür, weil ich mich in sowas erinnert habe, weswegen ich schon mal die Munition hier ausgerüstet habe. Ein paar Energiezellen. Okay, hatte ich voll. Trenton, wir haben ein Problem im Frachtraum. Markus sagt, die Mechs in den Containern würden sich aktivieren und selbst zerstören. Sehen Sie mal nach. Aha. Mehrere Feinde sammeln sich in der Nähe ihrer Position. Empfehle sofortigen Abzug. Das wird jetzt halt interessant. So, da hinten kommen sie auch schon. Ah, komm, wechsle ich mal gerade die Waffe. Ah, da dann hier. Dass da einer nicht reicht. So. Leider habe ich halt nicht für alle genug Scharfschützenmunition. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Sandsturm hat Sichtweite auf 90% reduziert. Rückkehr zum Tunnel zwecks Evakuierung erforderlich. Ja, sonst hätten wir uns halt abholen lassen können von unserem interstellaren Taxi. Aber den Gefallen tut das Spiel uns ja nicht. Komm, steh auf. Verfehlt, so. Okay, vielleicht hat's das. Nee, natürlich nicht. So eine Explosion macht ihm halt nichts. Absolut gar nichts. So, komm.
Klar, ich könnte jetzt prinzipiell einfach durch die durchrennen, aber das wäre doch ein bisschen öde. Dann lieber so. Da hinten kommen welche. Okay, der müsste gleich explodieren, so wie es aussieht. Ach, was brauchst du schon einen Arm? Okay. Es sollten nach dem, was in der Nachricht gestanden hat, ja auch nicht wirklich 180 Max sein, weil sich ja welche selbst zerstört haben. Also müsste das nochmal klar gehen. So. Ja, und das gefällt mir gar nicht, dass die durch die Schilde durch sind. Beste, der Ymir Mac. Das heißt, ich wechsle jetzt mal ganz schnell die Waffe. Und jetzt ganz schnell die Munition. Und in der Zwischenzeit kommen heil mal ein bisschen hoch. So. Der Ymir Mac war mal. So. Das müsste aber, denke ich, weitestgehend gewesen sein, oder? Ne, da hinten sind noch zwei, drei. Ich habe ihn sogar gerade so noch getroffen. So, aber jetzt ist vorbei. Wirklich alles umzuboxen ist jetzt, denke ich, nicht unbedingt worth, deswegen kommt es gut. Kein Überleben im Wrack der MSV Corsica gefunden, Notsignal deaktiviert. Bei der Mission finde ich es halt schade, dass du irgendwie so gar nicht gesagt bekommst, warum überhaupt, weil ich glaube, eine E-Mail kriegt man danach auch nicht. Weil normalerweise passiert sowas nicht unbedingt, dass die KI oder eher AI sich selbstständig macht. Ah ne, nicht AI, VI. AI ist ja das, ist ja die englische Abkürzung für KI. Was laber ich? Ah, da unten gibt es eine verlassene Station. Die habe ich komplett eben übersehen, als wir hierher gelandet sind. Obwohl, ich glaube, ich weiß jetzt gerade, wie es läuft. Das werden wir bestimmt freigeschaltet haben, weil wir eben die Quest hier gemacht haben. Auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, MSV Corsica, letzte Andockkoordinaten. Siehst du, habe ich wieder Scheiße gelabert, dadurch, dass man nichts erfährt. Informationen erhalten. Zielkoordinaten, Cherokee-Station, Strabo-System, Adlernebel. Datenauswertungen bestätigen letzten bekannten Aufenthaltsort des Frachters MSV Corsica Yarohi-Station im Strabo-System. Es besteht die Möglichkeit, dass sich an Bord der Yarohi-Station Hinweise auf die Anomalie finden lassen, die zur Massenfehlfunktion der Max auf der Corsica geführt hat. Okay, dann will ich da auch mal hin. Und siehst du, habe ich wieder Scheiße gelabert. Und wir fliegen mal die Umlaufbahn der Station an und docken. Oh, ich habe gerade festgestellt, dass der Sound auf meinen Kopfhörern ein bisschen laut war. Ich hoffe mal, man hat jetzt nichts im Mikrofon drin gehört. So nehme ich die beiden wieder mit. Die waren ja ganz hilfreich soweit. Alle tot. Alle gut ausgerottet.
Ah, und wir sollen entkommen. Warum gehen wir dann nicht einfach wieder da hinten hin? Ah, weil die Tür zugesperrt ist. Wie nett. Dr. Galvant, auf meinen Vorschlag hin haben wir die Energieversorgung aller Systeme außer der zur Lebenserhaltung notwendigen abgeschaltet. Hoffentlich ist die VI dadurch nicht mehr in der Lage, uns zu töten. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Alleine werden wir die Sache nicht überstehen, Dr. Taylson. Tja, das Dumme ist nur, Lebenserhaltung sind ja so Kleinigkeiten wie Sauerstoff. Wenn die VI euch töten will, macht sie den halt einfach aus. Und dann seid ihr sowieso tot. Energieversorgung im Dockbereich wiederhergestellt. Könnte ich etwas Licht bekommen? Eindringlinge, das hat schon so einen netten Klang, weißt du. Eindringlinge entdeckt, sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Energieausfall in der Station entdeckt, Mainframe aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Okay. Mal schauen, Dr. Galvant. Ich bin überzeugt, dass die VI panische Angst vor einer Infektion hat. Ihr derzeitiges mörderisches Verhalten entspricht wahrscheinlich dem unbedingten Wunsch, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich vermute eine Fehlfunktion der VI. Sie glaubt, dass unsere Systeme von einem Virus befallen sind. Wenn wir weiterhin versuchen, sie abzuschalten, wird sie weiterhin versuchen, uns zu vernichten. Unsere einzige Chance ist vermutlich, nichts zu tun und sie davon zu überzeugen, dass wir keine Bedrohung darstellen. Dr. Taylson. Okay. Hier liegt aber sonst nichts. Und wenn ich mich richtig an die Quest erinnere, gibt es hier drei Türen und dort müssen wir jetzt überall die Energie wiederherstellen. Und dann können wir erst in der Mitte reingehen. Oh, ein bisschen Iridium nehme ich dankend an. Energieversorgung im Forschungsbereich wiederhergestellt. Strahl aktiviert. Testbereich wurde gemessen. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Okay. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Wir müssen halt irgendwie da hinten reinleiten. So schon mal nicht. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. Der war es nicht, das ist der hier. Prototyp der reflektierenden Panzerung wurde bewegt. So, noch einmal. Prototyp der reflektierenden Jetzt sollte es aber gehen. Bewegt. Fehler in der Testanlage. Testbereich wurde geöffnet. Die Frage ist, wenn alle Max, die wir eben abgeknallt haben, die Panzerung hatten, warum konnten wir sie überhaupt abknallen? Das ist so, ich verstehe es nicht. Weil wenn die so einen Laser abwehren kann, oh, das war das. Ah, das geht hier schon. Musst halt nur ein bisschen aufpassen, wo du hinlatscht. Kernix, ich bin sicher, dass der Ärger mit unserer VI nach dem Andocken der Korsika begonnen hat. Taylson sieht sich gerade die VI an. In der Zwischenzeit gehen sie die Logs durch und finden heraus, was alles auf diesem Schiff war. Okay. Also bisher sieht es ja ein bisschen danach aus, dass sich irgendwer hier reingehackt hat. Oder die VI halt ein bisschen selbst-conscious geworden ist. Ja, Tali ist tot, wie könnte es anders sein? Ja, komm, gehen wir halt außen rum. Und hier oben war doch... Versuche, die Station zu dekontaminieren, sind fehlgeschlagen. Benötige mehr Energie, um die Verteidigung zu intensivieren. So. Komplett unverletzt rausgekommen, so wie es sein muss. Und dann hebe ich euch mal auf. Ja, damit haben wir dann schon 2 von 3 Bereichen aktiviert. Und dadurch, dass wir die hier halt aktiviert haben, verstehe ich zwar auch nicht, aber es ist halt, ja. Warum, wenn wir hier die Energie wiederherstellen, hört der Überdruck in den Rohren auf?
Aber sowas muss man nicht verstehen. Ah, es war Forschung, das heißt, von da kamen wir. Und wir müssen nach da an die Wohnquartiere. Aber erst das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect 2.